ich diesen Pumpgun nehmen? Verdammt. Ah. Pam, drei auf einmal. Sehr schön. Weiter geht's. Jetzt heißt es keine Müdigkeit vor Schützen. Nein, verdammt. Sackgasse. Verdammt. Das gibt's jetzt nicht. Es ist nur noch so wenig. Oh, komm schon. Wir sind so weit. Oh, oh, oh. Angst, Angst. Drei Schüsse brauche ich für den Arsch. Unglaublich. Mach hin. Oh, danke, danke. Ah, schön. Eine Lichtgießkanne. Again. Mann, der wird auch nicht alt. Ah, doch, der ist schon längst alt. Der ist alt geboren worden, aber egal. Da hoch. Okay. Nachladen. Muss die Munition sparen. Ich habe 13 Leuchtfackeln, aber nur noch 3 von den anderen Dingen. Wow! Wow! Ich habe gerade meine komplette Orientierung verloren. What the fuck? Ach du Heilige. Fickt euch! Lauft da jetzt hoch. Ihr könnt nicht mal. Ich werde nicht weichen. Nächster. Wow. Seid ihr sicher echt mal. Unglaublich. Ah. Das hätten wir auch geschafft. Mann. Unglaublich. Jetzt wird es langsam echt unschön. The Taken are filled with darkness. Ach, erzähl uns was Neues. Ah, lass dir was Neues einfallen. Unglaublich. Und nochmal. Schön. Schön. Warum rede ich überhaupt? Hier rüber. Ah, verheißt nichts Gutes. Ah. Lauf, Ellen. Lauf. Oh Gott. Und sie. Und sie. Und ja. Oh nein, das ist jetzt. Das ist jetzt nicht der. Nein. Items, Items, Items. Oh Mann. Ich werde euch. Nein, ich werde nicht gegen euch kämpfen. Ich werde abhauen. Eiskalt. Lauf, Ellen. Lauf. Ach. Blöden Mistkerle. Ja, jetzt traut ihr euch nicht mehr ran, ha? Ha? Gleich ist er da, gleich ist er da. Oh Gott. Das hätten wir. Schön, ab ins Licht. Was? Was war auch? Ich hasse euch. Ich hasse euch. Uff. Die werden auch nicht leer. Wir haben jetzt ewig viele benutzt. Wir haben immer noch 13 davon. Unglaublich. Und 12 von der Leuchtmunition. Die werde ich jetzt auch, glaube ich, mal ein bisschen verwenden. Kehren Sie um. Das ist so schön.
Tja, so viel zum Thema. Oh, Ficken. Was ist der gerade verschwunden? Gehorchen Sie! Wow! Nix da, ich lauf weiter! Au, Arschloch! Jetzt reicht's mir aber! Ach du Haha! Gott! Okay, Leute, wir gehen da jetzt rein. Haltet euch fest. Ah. Lauf! Oh Gott! Ah. Lauf, weiter! Ihr kriegt mich nicht, ihr kriegt mich nicht! Falsche Richtung! Das ist keine Lichtkristalle, verdammt, wir sind verloren! Ah, oh, Feuer! Boah, ich seh nichts mehr! Was? Nein! Ach, verdammt! Ah, na super! Ah, ich seh nichts mehr! Oh Gott, wo geht's denn hier lang? Ah, so, hier, leuchten, du leuchtest wohl Munition. Ja. Lad nach. Sie versagen. Nichts da, ich versage. Du versagst. Was ist denn hier im Kopf? Das ist in meinem Kopf. Was ist das am Sträußchen? Aber nichts ist in meinem Kopf. Na verdammte! Nicht jetzt! Nicht jetzt! Scheiß Vögel! Ja. Wo muss ich denn überhaupt noch hinschießen? Wow! Ach du Heilige! Baby, du hast nur schlecht geträumt. Es war doch nur ein Albtraum. Nein. Alles in Ordnung. Du bist nun daheim. Das war kein Traum. Alles ist gut. Mach das Licht an. Mach das Licht an! Ruhig, Baby. Ach du meine Güte. Es gibt kein Licht. Komm wieder ins Bett und ich lasse dich deine Furcht vor der Dunkelheit vergessen. Ach du meine Güte. Das ist deine Furcht. Warum hast du keine Angst? Du bist nicht Alice. Mach sofort das Licht an. Der Klicker, was hast du damit gemacht? Ach du Scheiße. Alan, du machst mir Angst. Komm wieder ins Bett. Hast du deine Tabletten genommen? Soll ich Dr. Hartmann anrufen? Ich habe dein Manuskript gelesen. Es ist brillant. Die Parcher ist bisher deine beste Arbeit. Du bist ein Genie. Ich bin so stolz auf dich. Komm wieder ins Bett. Wir reden morgen früh weiter. Komm wieder ins Bett, Alan. Ah! Komm wieder ins Bett, Tom. Ah! Es werde Licht. Sie müssen den Weg zur Hütte finden.
Es stellt sich ihnen in den Weg. Es lässt sie nicht vorbei. Es hat kein Herz. Es ist voller Dunkelheit. Sie müssen sein Herz mit Licht füllen. Das ist Mr. Scratch. Schlafen Sie nicht. Ihre Freunde treffen ihn, wenn sie fort sind. Drücken Sie den Klicker. Oh Mann. Es wird Zeit für ein wenig fast so auf die Ohren hier, wo wir gerade dabei sind. Hören wir noch ein bisschen rein. Nightingale versuchte, das Manuskript zu verstehen. Es war seltsam und unzusammenhängend. Die Hälfte davon kapierte er nicht, aber alles darin mutete wahr an. Er griff nach dem Flachmann, als er die Seite erreichte, auf der stand, wie er nach dem Flachmann griff. Es drehte sich in seinem Kopf, aber nicht vom Schnaps. Nightingale spürte, dass die Situation außer Kontrolle geriet. Doch wenigstens fühlte sich die Waffe in seinen Händen sicher an. Er war schussbereit, entschlossen, es nur über seine Leiche dazu kommen zu lassen. Und doch zögerte er. Er hatte diesen Moment schon gesehen, ihn gelesen. Das Déjà-vu und das Grauen, dass er eine Figur in einer Geschichte war, erschütterten ihn. Dann brach die monströse Präsenz hinter ihm ein und zog ihn in die Nacht. Die Finsternis, die Barbara Jaggers Gesicht trug, war zornig. Die Geschichte in dem Manuskript hatte sie die ganze Zeit gestärkt, doch nun hatte das Licht den Schriftsteller befreit und sie geschwächt. Es war nur eine Frage der Zeit, bis das Dunkel wieder stark sein würde, doch bis dahin würde es ihm schwerfallen, den Schreiber einzufangen. Cynthia Weaver arbeitete hart und befolgte ihre zwanghaften Rituale. Manchmal wehrte sie sich, fügte sich aber immer. Sie spukte durch das verlassene Kraftwerk von Bright Falls. Markierte Vorratskammern mit lichtempfindlicher Farbe, die nur jene sehen konnten, die vom Dunkel berührt und vom Licht errettet worden waren. Wie sie. Sie bereitete alles für den Krieg vor, der bevorstand. Der Krieg zwischen den Mächten von Licht und Dunkel. Damit das Dunkel die Freiheit erlangte, musste der Schriftsteller die Geschichte beenden. Immer wieder erlaubte die Handlung, dass es ihm frustrierend nahe kam, ohne ihn fangen zu dürfen. Es war an das Manuskript gebunden. Doch es konnte den Schreiber indirekt jagen, andere auf ihn hetzen und die aufhalten, die ihm helfen wollten. Das Dunkel übernahm alle und machte sie zu Marionetten, die es auf Alan Wake hetzte. Alice hatte geschrien, bis sie keine Stimme mehr hatte. Um sie herum war die Dunkelheit mit Leben erfüllt. Es war kalt und feucht und bösartig und ohne Ende. Sie war eine Gefangene, inhaftiert an diesem finsteren Ort. Der Schrecken hätte ihren Verstand ausgelöscht, doch eines ließ sie durchhalten. Sie konnte Alan in der Dunkelheit spüren. Sie konnte ihn hören. Sie konnte die Worte sehen, die er als flackernde Schatten niederschrieb. Er spürte sie auch. Er versuchte, zu ihr zu gelangen. Die Geschichte, die ich in der Hütte verfasst hatte, war real geworden. Vom Dunkel berührt hatte ich eine Horrorgeschichte geschrieben, deren Ende noch fehlte. Die Geschichte war unvollständig und die letzte, unfertige Seite des Manuskripts war noch in der Schreibmaschine im Arbeitszimmer der Hütte. Wenn ich zurückkehren und sie lesen konnte, konnte ich mein eigenes Ende schreiben und Alice retten. Sarah entspannte sich fast. Vielleicht konnte sie ja doch alles zum Guten wenden. Plötzlich ertönte ein kreischendes Geräusch wie eine Kreissäge. Hunderte Vögel aus Schatten geformt flogen in die Rotorblätter. Der Hubschrauber ruckelte und das Armaturenbrett leuchtete. Es verriet ihr, was sie schon wusste. Sie würden abstürzen. Barry Wheeler schrie neben ihr auf. Wütend auf den Schriftsteller ging Cynthia allein durch das Wasserrohr. Dieser törichte Jüngling ging unnötige Risiken ein. Und wie er die Regeln brach. Begriff er nicht, was auf dem Spiel stand? Seit den schrecklichen Tagen in den 70ern hatte sie nicht einmal gezögert, so schwer es auch war. Sie war es müde, die Stadt all die Jahre zu beschützen. Sie wollte nur noch ruhen. Da fehlen eine ganze Menge Seiten, muss ich schon sagen. Also, oh. Na gut. Abreise, 6, da haben wir noch nicht, da haben wir, boah, da fehlen aber noch eine Menge Seiten, also das ist ja, Okay, wir machen weiter.